wenn ich jetzt da mitgehe und die Polizei mich doch kriegen sollte aus irgendeinem Grund. Damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich glaube, wir haben heute die erste Aufnahme, an dem ich mal einen wirklichen Gast dabei habe, der auch richtig mithockt. So was für ihn wahrscheinlich gerade ganz komisch ist. Ne, Max? Ja. Ja. Er ist ein bisschen aufgeregt, Leute. Ein bisschen Nein, bin ich nicht. Ja. Er weiß nicht so ganz, worüber er reden soll. Auf jeden Fall, das ist ein alter Mate von mir und der hat mir jetzt wieder auf Insta geschrieben und seine Stimme hat sich verändert, als wäre er ein Kiffer. Und ich habe ihn heute dazu geholt, weil ich heute gerne ein bisschen über Sprain und über die Graffiti-Szene reden will, weil ich ja auch in Berlin wohne und ich da so ein paar Leute kenne. Und er schon mal einen Container gesprayt hat, Leute, und ich ein zu großer Schisser bin und halt in die Sprain gehe und deswegen. Max, willst du uns über dein Erlebnis berichten? Ja, erstmal würde ich sagen, Relation, du bist ein richtiger krasser Schisser. Also so schwer ist es gar nicht. Es war so richtig spontan eigentlich. Also nicht spontan, sagen wir so. Mein Kumpel hat gefragt, ob ich mit Sprain gehen will. Und ja, da habe ich halt ja gesagt. Das war an einem Tag. Da war Kinderfest gewesen. Also so ein Fest, ja genau. Läuft man halt durch die Straßen. So ein Straßenfest halt. Wir waren in der 7. Klasse. Heißt, wir müssen da nicht mehr hin eigentlich. Deswegen sind wir auch nicht dahin gegangen. Haben uns um 11 Uhr so getroffen. Das weiß ich sogar noch. Dann sind wir erstmal so eine halbe Stunde dahin zu diesem Laden gelaufen. Also geradelt eigentlich. Zu dem Dosenladen. Genau, also es war so ein Sportladen eigentlich und oben drin waren halt so ein paar Dosen, ne? Wie viel habt ihr bezahlt für die Dosen, weißt du das noch? Das war, glaube ich, eine Dose 3 bis 5 Euro oder so. Und dann sind wir halt, also mein Kumpel, der sprayt öfters, der kann das echt gut, ist aber auch ein bisschen Absturzkind, ne? Sind am Kiffen und so. Ja, aber es ist immer auch ganz nett so. Ja, nicht komplett. Für die Szene, so. Ja, klar. Da sind wir halt zu dem Container gefahren. Beziehungsweise wir wollten erstmal ein Haus, so ein altes, was eh abgerissen wird. Wollten wir reingehen oder außen sprayen, aber da waren Leute. Also da waren ganz, ganz, ganz viele Container. Haben uns da hingeschlichen und haben erstmal den richtigen Container gesucht, so der passt, wo man gut sprayen kann, weil das, die waren halt so wellenartig, sag ich mal, ne, wie so ein Container halt aussieht. Ja, ich will keinen Container, Max, glaube ich. Alles gut. Ja. Jo, und dann der eine Kumpel, der immer oft sprayt, der kann das natürlich echt krass, der hat auch Kunstunterricht, seit er 5 ist. Hat der einen Insta-Account oder sowas? Jo, erzähl den push mal raus. Hau raus, komm. Erzähl ich nachher, okay? Du meinst für die Watchtime jetzt hier? Nein. Ja, für die Watchtime, okay, erzähl weiter. Ja, und dann gab's noch einen anderen Kumpel, der konnte halt gar nicht sprayen, genauso wie ich. Das eine Bild da, das war komplett Glück, das kannst du vielleicht mal einblenden, ich hab's dir ja mal geschickt. Das war halt eigentlich nur irgendwelche Farben hingesprayt und Kunstunterricht, ne? Das war das erste Mal richtig sprayen. Okay. Das zweite Mal richtig sprayen war dann halt, ne? Ja, mit meinem halt Kumpel. Genau. Der Tags hingesprayt oder Bombing? Sagen wir so, hier, die Leute, die nicht sprayen können, mit sprayen gehen, tun nur 187. Irgendwelche Rapper-Namen, auf der Mauer. Warte mal. Bruder. Wir haben halt irgendwie Jesus, Raff Kamera, Maxwell, irgendwas halt, ne? Okay. Rappernamen, die wir feiern. Und der Freund hat wahrscheinlich auch seinen Tag hingeschrieben, schätze ich mal, wenn er Tag ja, hat. Ja, der hat, ja. Sein Tag war dope, jetzt nicht mehr. Es hat aber, haben auch viele dieses Tag, weil diesen ja, Tag, ja. Ja, ist ja klar. Der Name dope, ist, ne? Das Wort ist ja auch hat ein bisschen. Ja. Aber er hat echt gut gesprayt, er kann das richtig gut, aber der andere Kumpel, ich habe nur solche Rappernamen. Okay. Aber er konnte es richtig geil und das. Ja. Und Adrenalinkick war so schon am Start, ne? Ja, ist und ja klar, Digga. Das ist halt Sprain. Die Spraydosen haben wir einfach in einen anderen Container geschmissen. Ziemlich dumm eigentlich, weil da. Das ist echt dumm, weil das. Fingerabdrücke, ja, dies, das. Genau. Ja, ist. Aber Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Nur Container, das juckt auch nicht viele Leute, ne? Ja, Leute, das Ding ist, ich kenne einen Kumpel, wodurch ich wahrscheinlich das Video auch mache, wodurch ich Max jetzt auch dazugeholt habe und auch so ein bisschen über das Thema reden will. Ich habe einen Kumpel, der ist aktiver Sprayer, also wirklich richtig aktiver Sprayer in Berlin in der Szene. Der hat auch eine Kugel und alles und der macht es seit 2,5 bis 3 Jahren jetzt circa. Warte mal, der hat eine Kuh? Ja, der hat eine Kuh mit ein paar Kumpels von ihm. Und der kennt auch so fast eigentlich alle Crews aus Berlin, beziehungsweise aus unserem Ortsteil hier. Achso, Crew? Ich habe Crew verstanden. Bist du behindert?
Ich bin mit. Ach, ja, moin. Auf jeden Fall kann er das halt richtig fett und er macht auch so richtig fette Bombings und sowas. Auch vielleicht an nicht unbedingt legalen Plätzen. Aber das ist ja klar als Graffiti Sprayer. Denke ich mal, auch wenn es viele gibt, die das an legalen Plätzen machen. Die meisten machen es halt, um den Kick zu bekommen, um diesen ultimativen Adrenalinkick zu erhaschen. War bei mir genauso. Was denkst du? Ich habe doch gar keine Künstlererfahrung. Ich wollte das doch nur haben, ne? Oh ja, mein, unser Bett ist weg, Digga. Ich wollte doch aber nur diesen Kick haben, das so. Ja. Ja, auf jeden Fall ist dieser Sprayer, der kommt immer zu mir und ich zeichne halt auch viel, wie wahrscheinlich manche von Instagram kennen. Instagram heißt ich Advulation, Leute. Und mein Art-Kanal, Channel, was auch immer, heißt Advally Art, aber da bin ich zurzeit nicht so aktiv. Und ich zeichne halt auch viel, zeichne auch immer im Unterricht und sowas und er versucht mich halt die ganze Zeit schon, ich glaube seit über einem Dreivierteljahr, so ein bisschen dazu zu pushen, dass ich mitkomme zum Sprayen, dass ich ihm mal einen Charakter dann neben seine Schrift malen soll. Ich bin halt so ein Typ, keine Ahnung, ich bin da voll der Schisser, Alter. Ich stell mir so direkt vor, was passiert, wenn ich jetzt da mitgehe und die Polizei mich doch kriegen sollte, aus irgendeinem Grund. So, die haben schon sonst so viele Bombings gemacht und wurden halt nie erwischt. Aber jetzt, das wäre so richtig, richtig belastend, glaube ich. Das würde mich so richtig ficken, so einmal gemalt, Digga. So, Alter, ich glaube, meine Eltern würden mich töten, gefühlt. Das Ding ist wirklich... Das, wenn, die haben eine professionelle Crew, Digga, wenn du da mitgehst, safe, alles okay. Und wenn es passiert, dann ist es so, aber es ist bis jetzt noch nicht passiert, deswegen sollte man einfach damit offen sein. Junge, mach das einfach, das ist so, einmal muss man es gemacht haben. Ja, ich weiß, Digga, aber irgendwie, keine Ahnung, Digga, ich finde auch so zur Zeit ist meine Charakter halt noch nicht so krass, dass ich sagen könnte, yo, Digga, ich mach da einen fetten Graffiti-Charakter ran, keine Ahnung. Wie gesagt, du willst es für den Push haben, den Adrenalinkick, deswegen, mach das doch einfach, geh hin, egal wie scheiße es aussieht, das meinst du, wie scheiße diese Rappernamen aussahen, die wir gemacht haben. Und ich finde ich auch mit dem, wenn wir so auf Klassenfahrt fahren oder sowas und wir durch Berlin fahren müssen dafür, dann zeigt er mir auch immer, wenn wir so an seinen Bombings oder so vorbeifahren, zeigt er mir die auch immer und erzählt so übel die kranken Stories, dass er so zum Beispiel, er war so mit seinem Kumpel, war am Sprayen und er hat, als er Sprayen war, sein Kumpel hat so nach Polizei und sowas geguckt und dann hat er so Polizei gesehen und dann kam so ein Auto, Digga. Und die waren schon so alles eingepackt, sind so weggerannt. Also die haben halt gedacht, dass dieses normale Auto irgendein Zivilbulle ist und sind so losgerannt, hat er mir erzählt. Und dabei war das eigentlich gar keiner und dann sind sie 2 Stunden später da wieder hingekommen und dann ist das Auto dann nochmal vorbeigefahren. Und dann haben sie es komplett gelassen, der erzählt mir immer richtig krankes Stories. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.